Aber ich glaube, die Dinger warten, bis ich drüben bin, bevor sie... Was? Und dann machten wir... Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kürze das ab. Ich schneide das raus. Water. Wer weiß, wie lange ich noch brauchen werde. So, nochmal. Ich habe jetzt gerade nicht ganz verstanden, was falsch war. Blöd, ne? Was? Zwei Augen? Ja, und eine Überraschung. Wir waren nicht so begeistert. Irgendwas mit weglaufen? Er soll laufen? Ach. Ach, Mann, ich bitte dich. Du hast aber auch immer so mega Schiffstaue da dran. Okay. Kriegt der Achaka so sein Auge? Wir gehen leer aus. Vorsichtig. Oh, oh Gott. Wow. Wie cool ist der denn, ey? Lauf, 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 lauf. Okay, wahrscheinlich im richtigen Moment. Boah, der ist ja doch irgendwie nett, ne? Ich nahm den langen Weg, eher den erstaunlichen. Am Ende würde das Auge mir gehören. Meinst du? Wow. Das war knapp. Eieiei. Ich kann gar nicht gucken, was im Hintergrund passiert. Au, au, au. Hilf mir. Au, ah. Graham, du bist... Du bist auch ein bisschen doof, ey. Ach, Graham, ehrlich. Autsch. Wie ein Königsadler. Na komm, in den Käfig. War so klar. Aber Chakai.
Gibt sich echt alle Mühe, auf dich aufzupassen, Graham. Bleibt nirgendwo hängen, was? Passt du nicht durch? Na, er passt da durch, hm? Stalama? Was ist das? Oh Gott. Afanata! Oh, okay. Nochmal. Ich wusste jetzt gerade nicht, was von mir verlangt wurde. Entschuldigung. So, es ist das andere. Heißt das langsam? Stalama, Stalama! Okay. Buka. Afanata! Ja, sehr gut. Und jetzt das andere. Okay. Ich hab's verstanden. Buka. Stalama, Stalama! Ach nein, das wollte ich nicht. Ich hab's verstanden, drück aber trotzdem das Falsche. Nein, nein. Buka. Stalama, Stalama! Genau. Schrei nicht an. Der Chaka weiß es nicht besser. So, jetzt drücken Buka. Wir aber X. Ja, Puka. Afanata! Buff. Wir lernen die Sprache so langsam. Also, ich jetzt nicht so, wie man sieht. Naja. Wir passen hier durch. Klein und schmächtig, wie wir sind. Stupf. Oh. Was macht er? Süß, diese Augen. Das Schwänzchen. Du sollst am Schwänzchen irgendwas machen. Jetzt gut? Der Drache wurde nicht an der kurzen Leine gehalten. Okay. Ordnung muss sein, oder was? Buta! Ja, ich weiß nicht, ob du triffst von da. Afanata. Ah. Okay. Kommen wir so rüber? Warum lässt er ihn nicht einfach raus? Buta! Buta. Afanata. Okay, so geht's nicht. Das muss weg. Buta. Ja, versuch's nochmal. Afanata. Gut, gut. Können wir hinten noch irgendwas machen? Hm. Für ein Spiel, ey. Aber ich muss wirklich sagen, es ist schon echt cool gemacht. Sagt mir echt zu.
bin echt auf jeden Fall gespannt, was die nächsten Folgen so mit sich bringen, die nächsten Episoden, so wie man es ja richtig verstanden hat, oder wenn man es richtig verstanden hat, kommt die ja vielleicht erst im Frühjahr. Okay, hier können wir jetzt aber gerade nichts machen, ne? Oder? Buta? Ich sag mal ja. Okay. Tut mir leid. Kommen wir denn jetzt zurück? Buta? Was ist denn mit... Salama, Salama. Oh, ist das süß. Nein, aber wir können ihm das aber auch so nicht... Wir müssen da hinten definitiv noch irgendwas machen. Buta? Salama, Salama. Das funktioniert ja irgendwie schon mal nicht. Da schießen wir ja dran vorbei. Aber komisch. Buta? Apanata. Wir gehen nochmal zurück. Denn irgendwas fehlt ja doch noch. Oder müssen wir den Drachen doch nochmal anders positionieren? Das kann natürlich auch sein. Aber warum dann das ganze Heckmeck hier? Da hinten muss man auch definitiv noch irgendwas machen. Aber hier kann ich nichts dran machen. Und hier komme ich auch so nicht rüber. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal... Nee, da ist das ja wieder im Weg. Buta! Dann bleibt das ja nur da hängen, oder? Apanata. Mach mal. Ja. Ich werde nochmal das Glöcklein läuten. Und gucken, ob der Drache sich nochmal anders positioniert, wenn wir nochmal bimmeln. Der Drache wurde nicht an der kurzen Leine gehalten. Nee, ich dachte, vielleicht macht er das. Ja, wie machen wir es denn dann? Wir können ja nur die mit dem Schwert bewegen, wie es aussieht. So, dann trifft er den hier. Buta! Apanata! Wir können es wieder abnehmen, okay? Buta! Ja, mach mal. Ah! Aber es ist schon mal da hinten rüber gegangen. Aber dafür müssen wir das Schild da wieder aufhängen. Wie komme ich denn da rüber? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Springen kann ich ja nicht, oder? Nee. Wie komme ich denn da rüber? Nee, das kann auch nicht sein. Buta? Ja. Apanata. So. Wir gehen auf jeden Fall hier rüber. Dann müssen wir das doch darüber schieben. Weil sonst haben wir ja gar nichts anders gemacht. Wenn wir das jetzt hier nicht verschieben...
Buta? Stalama, Stalama. Ah, so. Ah, vielleicht klappt's ja jetzt. Okay, ich wusste nicht, dass das noch bestehen bleibt. Ich dachte, es ist weggegangen. Aber es war weg, als wir gesagt haben, ja gut, schieß mal. Okay, ich glaube, ich verstehe. Mal wieder ein bisschen länger gedauert, aber was soll's. So, das können wir jetzt abnehmen. Buta! Ja, mach. Apanata. Ja, perfekt. Und so kommen wir auch darüber und können die Umleitung zum Drachenschwanz machen. Okay. Yeah, ich hab's verstanden. Hätte man vielleicht auch vorher so machen können, aber... Nein, ich mach's lieber umständlich. So. Buta? Ja, Buta. Apanata. Und er merkt das nicht? Ach, und jetzt vielleicht die Glocke läuten? Ich hoffe, sonst mache ich wieder gerade unnötigen Weg. Falls das unnötig ist, schneide ich es raus. Weil dann bewegt er sich ja und somit... Ah, dann reißt er die Tür ein. Ich glaube, ich habe es verstanden. Endlich. Tut mir leid, Achaka, dass ich mir so viel Zeit gelassen habe. Der Graham ist halt nicht so schlau. Ja, also... Oh. Oh, so süß. Der ist so nett. Dein Hut. Ach, ich mag den, der Chuck. Auch ist das süß. Voll die Homies, voll gut. Da freue ich mich aber für den Graham. Oh. Okay. Kann ich was tun? Ja, wir lassen ihn jetzt hier verrotten. ich habe schon wieder zu viel Licht hier im Nacken. So, ich kann sehen. Wo geht's lang? Für uns geht's hier erstmal nicht lang. Ah. Kommen Sie rein. Jetzt muss er wieder seine tollen Pfeil machen. Es wird doch wieder nichts, oder? Nochmal? Oh, wie cool! Oh, wie sein Vater, der seinem Sohn was beibringt. Juhu! Ich bin so cool. Voll toll. Oh, ich bin auch so gerührt. Das ist so süß.